mal mit Handschlag, Herr Schleber. Ja, bitteschön. Guten Morgen oder Moin, wie man hier in Hamburg zu sagen pflegt. Sie sehen gut aus, wenn ich Sie so sehe. Eine große Familie, haben wir schon gehört. Ein Familienfest, das ich zugestandenermaßen zum ersten Mal von dieser Stelle sehe. Deswegen freut es mich, Sie alle so gut zu sehen. Die Regionalabende, die gestern stattgefunden haben, sind alle gut verlaufen, so wie ich gehört habe. Und bei einem großen Familientreffen, die Regionalabende sind ja beliebt, ist es ja so, man will zuerst mal den engeren Kreis der Familie sehen, bevor man dann mit der weitläufigen Verwandtschaft zusammenkommt. Aber jetzt ist es, glaube ich, Zeit. Wir alle haben uns gefreut auf den Beginn. Und deswegen wollen wir jetzt auch beginnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zum 26. Deutschen Sparkassentag hier in Hamburg. Wir sind alle drei Jahre zusammen bei diesem großen Familientreffen. Dazu begrüße ich Sie auch im Namen der Vizepräsidenten des DSGV, Thomas Mang, Herbert Hans Gründger, Walter Strohmeier und Professor Dr. Hans-Günter Hennecke, im Namen des DSGV-Gesamtvorstandes sowie im Namen meiner Kollegen der Verbandsleitung Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis und Dr. Joachim Schmalzel. Den Kern unserer Gruppe bilden die Sparkassen. Ich freue mich deswegen, dass Vorstände und Vertreter der kommunalen Träger aus den 384 deutschen Sparkassen heute bei uns sind. Um ihre Themen, um die Anliegen ihrer Kundinnen und Kunden soll es bei diesem Sparkassentag heute und morgen geben. Deswegen Ihnen allen aus ganz Deutschland ein herzliches Willkommen. Unsere Familie ist nicht nur regional oder national, wir sind eine internationale Familie. Über das Weltinstitut der Sparkassen, das WSBI und den ESBG, die Europäische Sparkassenvereinigung, sind wir mit 6.000 Sparkassen und Retailbanken in rund 80 Ländern der Welt mit 1,3 Milliarden Kundinnen und Kunden verbunden. Wir sind ein starkes Netzwerk, das durch die Idee der 3R zusammengehalten wird: Retail, Regional und Responsible. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich Freunde und Partner aus vielen Ländern der Welt begrüßen kann. Aus Frankreich, aus Belgien, Italien, Spanien, Portugal, aus Norwegen, Österreich, der Schweiz, El Salvador und aus Argentinien. Und ein ganz besonderer Gruß gilt auch an die Türkei. Herzlich willkommen an unsere Freunde. Ein herzliches Willkommen auch dem Botschafter der Argentinischen Republik, seine Exzellenz Edgardo Malaroda. Herzlich willkommen, Exzellenz. Ganz besonders freue ich mich aber an der Spitze sozusagen unserer internationalen Gäste über den Besuch des Präsidenten des Weltinstituts der Sparkassen, Isidro Fainé. Lieber Isidro, du hast im letzten Herbst die Aufgabe des Weltpräsidenten von Heinrich Hasses übernommen. Ich persönlich freue mich über unser gutes Miteinander. Gerade in Zeiten wie dieses braucht es Menschen, die für internationale Zusammenarbeit, für Gleichberechtigung und für Respekt voreinander eintreten. Hier bist du für uns alle ein großes Vorbild. A very warm welcome to you. I appreciate the discussions with you. And we are friend of branches. And we are also friend of providing financial services. Herr Schleweis wiederholt diesen Gedanken gerade nochmal auf Englisch. Erfolgreich sind wir, wenn wir Dinge zusammentun. Das gilt international, das gilt aber auch für Deutschland. Deshalb begrüßen wir sehr herzlich die Präsidentinnen und Präsidenten der Sparkassenverbände, die Vorstandsvorsitzenden und Vorstandsmitglieder der Landesbanken und alle Vorstände unserer Verbundunternehmen. Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Applaus
Sie tragen als Mitwirkende, als Redner, aber auch als Partner und Förderer dazu bei, dass wir diesen Sparkassentag so durchführen können. Die DK zum Beispiel sorgt wieder für Highlights, diesmal musikalisch. Danke an Sie, Herr Rüdiger, und an Dr. Stocker als neuen Vorstandsvorsitzenden. Danke auch an die Landesbanken für ihre wichtigen Beiträge, Herrn Gründker für die Landesbank Baden-Württemberg, für Hessen-Thüringen. Okay, ich bin ehrlich, war Absicht. Herr Neske für die Landesbank Baden-Württemberg, Herr Gründke für natürlich für Hessen-Thüringen, Herr Dr. Zoller für die Bayerische Landesbank und Herrn Bürkle für die NordLB. Seien auch Sie herzlich willkommen. Und wir erleben ja gemeinsam sehr intensive Zeiten. Man sieht aber, wir haben auch schöne Stunden miteinander. Ein besonderer Dank geht auch an die Deutsche Leasing, lieber Herr Ostermann, an die Berlin Hüb, lieber Herr Klaus, an die Versicherung der Sparkassen, Herr Kasten, an die Landesbausparkassen, lieber Herr Münning, an die Finanzinformatik, vertreten durch Herrn Brockhoff, an die DSV-Gruppe, lieber Herr Stollatz, und an viele, viele, viele andere Unternehmen unserer Gruppe. Ich habe im letzten Jahr noch einmal ganz neu erlebt, was es bedeutet, so starke Verbundpartner an seiner Seite zu wissen. Herzlich willkommen. Sie sehen, meine Damen und Herren, in der Sparkassenfinanzgruppe hat jeder seine Aufgabe, jeder trägt zum Gelingen des Ganzen bei. Alles läuft Hand in Hand und so soll es auch zukünftig bleiben. Wir sind zu Gast in Hamburg, eine Stadt, die zu Recht stolz ist, auf ihren freien Geist, auf ihren Bürgersinn. Und deshalb ist es kein Zufall, dass gerade hier die Sparkassenidee entstanden ist. Davon werden wir aber noch hören. In einer solchen Stadt zu Gast sein zu dürfen, bei diesem herrlichen Wetter, ist besonders schön. Deswegen danke und ein herzliches Willkommen. Er wird noch zu uns stoßen an den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Dr. Peter Tschentscher. Ich freue mich aber auch sehr, dass ein früherer erster Bürgermeister Hamburgs bei uns ist, der ehemalige Bundesminister Dr. Klaus von Dinani. Seien Sie herzlich willkommen. Da wir Gäste des Hanseatischen Verbandes sind, darf ich hier in Hamburg auch eine Vertreterin einer zweiten, sehr wichtigen Hansestadt begrüßen, die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen, Frau Caroline Linnert. Herzlich willkommen, Frau Linnert. Die Hauptarbeit eines Sparkassentages liegt im Vorfeld. 2 Jahre wurde daran intensiv gearbeitet. Dazu braucht man Partner, die sich vor Ort auskennen, die mit anpacken, die etwas wegschaffen. Und diese Partner haben wir hier vor Ort. Wir hatten sie und wir haben sie mit dem Hanseatischen Sparkassen- und Giroverband und mit der Hamburger Sparkasse, der HASPA. Ich weiß, was für ein Kraftakt das auch bei Ihnen war. Deshalb einen ganz herzlichen Dank an den Präsidenten des Verbandes und Vorstandssprecher der HASPA, Dr. Harald Vogelsang. Und bitte, Herr Dr. Vogelsang, nehmen Sie unseren Dank und den Applaus an Ihr ganzes Team mit. Es war und es ist eine tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin schon immer für einen leistungsfähigen DSGV eingetreten. Die Aufgaben des Verbandes, die Breite der Anforderungen und damit die Leistungen seiner früheren Präsidenten kann ich erst jetzt vollständig ermessen, seitdem ich selbst in diesem Amt bin. Und deswegen möchte ich mit ganz besonderem Respekt und Dank begrüßen unsere früheren Präsidenten, Herrn Dr. Dietrich Hoppenstedt und Herrn Heinrich Hasis, der ja Ehrenpräsident des Weltinstituts ist und uns als Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung noch immer verbunden ist. Ein herzliches Willkommen an Sie beide. Und ich möchte von dieser Stelle einen ganz besonderen Gruß richten an Dr. Helmut Geiger. Wir haben im letzten Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert und wir alle wissen,
Er wäre heute hier, wenn es möglich wäre. Lassen Sie uns ihn deshalb von hier grüßen, um unseren Respekt für seine Lebensleistung und für unsere Gruppe auszudrücken. Lieber Herr Dr. Geiger, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, ohne die Kommunen wären Sparkassen auch nur Banken. Vielleicht nicht mal mehr das. Mit den Kommunen sind wir ganz besondere Kreditinstitute. Mit örtlicher Verankerung, mit Nähe zu den Menschen und einem klaren öffentlichen Auftrag. Darauf sind wir auch stolz. Deshalb freuen wir uns über die vielen kommunalen Vertreter, die diese engen Verbundenheit zum Sparkassenwesen zum Ausdruck bringen. Und deswegen möchte ich jeweils an der Spitze begrüßen den Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Herrn Landrat Reinhard Sager, den Präsidenten des Deutschen Städtetags, Herrn Oberbürgermeister Markus Lewe und den Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Herrn Ersten Bürgermeister Dr. Uwe Brandl. Seien Sie uns herzlich willkommen. Als gemeinwohlorientierte Institute haben wir eine besondere gesellschaftliche Relevanz. Wir erbringen einen Nutzen für die Gesellschaft. Und deshalb sind wir auch in besonderer Weise auf die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des öffentlichen Lebens angewiesen. Ich bin sehr dankbar, dass dies so gut gelingt. Deshalb begrüße ich sehr herzlich alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages und der Landtage und besonders auch der hamburgischen Bürgerschaft und darf stellvertretend für Sie alle nennen, aus dem Europäischen Parlament Herrn Bernd Lange, Herrn Peter Simon, Herrn Dr. Wolf Klinz und Herrn Dr. Werner Langen und aus dem Deutschen Bundestag Frau Katja Kipping, die Vorsitzende der Partei Die Linke, und Frau Heike Bremer. Herzlich willkommen an Sie alle. Als DSGV-Präsident braucht man und hat man viele Gespräche und einen ständigen Austausch mit politisch Verantwortlichen. Ich, aber auch wir als DSGV haben im letzten Jahr viele solcher Gespräche in Brüssel, in Berlin und in den Landeshauptstädten geführt. Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie alle parteiübergreifend so schnell die Türen geöffnet haben. Und meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle auch einmal meine Wertschätzung für die Arbeit unserer Politikerinnen und Politiker ausdrücken. Ich bin ausnahmslos auf Menschen gestoßen, die in hohem Maße sachkundig sind, die sich für die Sache und die Menschen interessieren und die auch Argumenten zugänglich sind. Der Respekt vor der Arbeit der gewählten Volksvertreter geht manchmal im Meinungs- und Medienstreit etwas unter. Das hervorzuheben, ist mir aber nicht zuletzt vor der Europawahl sehr wichtig, denn ich glaube, wir können stolz und zufrieden mit unserem derzeitigen politischen System sein. Das gilt auch für die Bankenaufsicht. Sie ist bei den Instituten nicht immer geliebt. Aber anders wäre es ja auch nicht rollengerecht. Ich bin trotzdem sehr dankbar für viele gute Gespräche, die wir im letzten Jahr geführt haben. Ich bin auch dankbar für viele gute Auseinandersetzungen, die wir hatten und für den Austausch vieler Argumente. Deswegen freue ich mich, dass morgen der Präsident der Deutschen Bundesbank zu uns kommen wird. Ich sage hier ganz undiplomatisch, hoffentlich der künftige Präsident der Europäischen Zentralbank, Dr. Jens Weidmann. Und bereits heute. Sind bei uns die Vorstandsmitglieder der Deutschen Bundesbank, Dr. Sabine Mauderer und Herrn Burkhard Balz. Ein besonderes Willkommen und ein großer Dank bereits vorab an unsere Rednerinnen und Redner des 26. Deutschen Sparkassentages. Wir haben es bereits gehört, exakt 100 Rednerinnen und Redner treten heute und morgen auf. Sie werden verstehen, dass ich Sie nicht alle persönlich begrüßen kann. Stellvertretend ein herzliches Willkommen an Frau Prof. Dr. Jutta Almendinger und Herrn Prof. John Kay. Herzlich willkommen. Applaus
Meine Damen und Herren, die Welt hat sich seit dem letzten Sparkassentag rund 1100 Mal um sich selbst gedreht. Manche Debatte allerdings auch. Die Welt ist anders geworden, vielfältiger, auch spannungsreicher, diskussionsgeladener. Mit dem Programm der nächsten Tage wollen wir möglichst viele relevante Themen aufgreifen. Und deswegen gibt es auch ein neues Format, die Speakers Corner, mit Kurzvorträgen. Ein Großteil der Debatten wird live zu verfolgen sein. Auf diese Weise können auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch interessierte Kundinnen und Kunden daran teilhaben. Und es kann Ihnen auch passieren, dass Sie auf unseren beiden Veranstaltungsebenen um spontane Statements vor Kamera gebeten werden. Denn wir haben rund 200 Azubis mit an Bord, die ganz agil mit mindestens 200 Fragen auf Kongressteilnehmer zukommen werden. Danke an die S-Kreditpartner, die das Azubi-Programm möglich gemacht hat. Das für den Sparkassentag gewählte Motto heißt: Gemeinsam allem gewachsen. Das ist ein Versprechen und ein Bekenntnis zugleich. Wir als Sparkassen haben durch unsere besondere Philosophie auch eine hohe Integrationskraft. Und beides wollen wir in den nächsten beiden Tagen zeigen. Unsere Haltung zu den Fragen der Zeit und unseren Beitrag für die Menschen. Damit eröffne ich den 26. Deutschen Sparkassentag 2019 in Hamburg und sage: Film ab. Die Zeit ist hektischer geworden gegenüber früher. Man muss genauer hinsehen, um zu erkennen, was uns zusammenhält. Wenn immer mehr das Gefühl haben, immer weniger dazuzugehören, gibt's Gemeinschaft nicht geschenkt. Gemeinschaft muss geschaffen werden. Denn sie kostet Einsatz. Mut. Respekt. Und Verstand. Und manchmal muss man alles geben. Allein bist du schneller. Aber zusammen sind wir stärker. Hör zu. Es geht um dich. Um uns. Darum, die Dämonen der Dunkelheit zu vertreiben. Da zu sein, wo sich andere längst vom Acker gemacht haben. Und da, und da, und da. Denn wer zusammenhält, den kann nichts aufhalten. Es kommt nicht darauf an, wo wir stehen, sondern wie viel wir bewegen. Fördern. Fordern. Weltmeister werden. Nur gemeinsam sind wir der Zukunft, dem Nebenan und dem Weltmarkt gewachsen, können überall über uns hinauswachsen. Dafür unterstützen wir wie kein Zweiter das, was alle groß sein lässt. Den Sport, die Kultur und die lokale Wirtschaft vor Ort. Für ein Land, dass wir alle jeden Tag mutig neu gestalten. Wir fördern die Gemeinschaft. Denn nur gemeinsam sind wir allem gewachsen.